seine eigenen Geschichten und Erzählungen, so wie auch Mainz, Entenburg. In diesem kleinen abgelegenen Dörflein am Rande des Schwarzwalds habe ich vor ein paar Wochen erfahren, dass 1944, also im Zweiten Weltkrieg, eine große Bombermaschine B-17G im Wald abgestürzt ist. Dem bin ich nachgegangen und was ich erlebt habe, das möchte ich euch gerne zeigen. Älterer Herr, der ist jetzt um die 80 rum, mir erzählt hat, dass im Wald hier hinter mir eine Absturzstelle von einem B-17-Bomber der Amerikaner wohl stattgefunden hat. Wir haben zusammen eine Karte gefertigt, wo dann auch die Stelle markiert ist. Ein Metalldetektor habe ich auch dabei, mein Deuce. Mich interessiert einfach nur die Absturzstelle an sich und ob vielleicht irgendwas noch im Boden drin ist. Nicht da. Ja, also da ungefähr. Ist aber, ja. Okay. Das ist ja ungefähr da. Wir sehen da nicht, da müssen wir ein wenig reinlaufen. Ja, ja. Stangenholz. Ja. Fichte, Stangenholz, und das versteht es. Und da sieht man es auf dem Boden. Wenn es verbrannt gesehen ist und ab und zu vielleicht noch mit aussteht. Ja, ja. In die Beimine geraten und die Hände dann kurz vor dem Höchsten. Ja, was heißt das genau? Das wenn es in Frieden geht, dann gut im Frieden. Wenn es nicht in Frieden geht, dann muss es eben anders gehen. Und halt, der Boden ist verbrannt, sieht nicht, dass das Hand auf. Ja. Allererste Beweisstück. Ja, das Bild ist noch nicht mehr zu sehen. Nee. So, jetzt muss es natürlich irgendwie weitergehen. Ich selber bin jetzt hier immer noch an der Stelle. Hier, der Boden ist sehr stark mineralisiert. Das heißt, es wird gar nichts bringen, mit dem Metalldetektor drüber zu laufen, weil du hast überall Signale. Was ich jetzt machen werde, ist erstmal Sichtfunde. Das heißt, alles, was ich auf dem Boden sehe, aufzuheben und in der Kiste einzusammeln.
Der nächste Schritt wäre dann mit dem Pinpointer herzugehen, die Oberfläche grob abzusuchen. Und erst ganz zum Schluss würde ich dann versuchen, mit dem Metalldetektor wirklich auch die großen Teile, die wirklich dann ziemlich tief liegen, hier dann zu bergen, rauszuholen und in eine Kiste reinzumachen. Ein kopfgroßes Einschussloch in der linken Leitwerktragfläche ließ damals schon vermuten, dass die B-17G durch Flakbeschuss verloren ging. Während des Brandes explodierte eine große Menge der Bordwaffenmunition, wie die überall herumliegenden Gurte mit leeren Patronenhülsen sowie die an der Spitze aufgeplatzten Explosivgeschosse zeigen. Die neuen Besatzungsmitglieder landeten alle unverletzt im Raum zwischen Col de Bonhomme und Chenmander. Die vor dem Absprung mittels Autopilot auf Südostkurs gebrachte Maschine flog mit dem letzten intakten Motor weiter in Richtung Südschwarzwald. Wenige Minuten später überflog sie kurz nach Mittag in geringer Höhe Kandern und stürzte dann unterhalb des westlichen Gipfels der hohen Stückbäume auf der Gemarkung Malsburg in den Wald. Die B-17G schnitt entsprechend ihrer Spannweite eine breite Schneise von immer kürzer werdenden Bäumen in den Wald und blieb wenige Meter unterhalb des Gipfels liegen. Die Maschine fing Feuer und brannte aus. Lediglich der hintere Teil des Rumpfes mit hochaufragenden Leitwerkflosse mit der groß aufgemalten Nummer 337599Q blieb erhalten. Wahnsinn, schaut euch das an. Das erste Mal, dass man eine Nummer hier Teile davon gefunden hat. Thank you.
vorgegangen, habe die oberste Schicht weggemacht, jetzt hier auch die Moosschicht nach hinten gezogen. Und jetzt kommt das absolut coole, was man mit Metalldetektor wahrscheinlich nie gefunden hätte. Schaut mal, das ist ein Stück Kompass. Schaut euch das an. Ein Stück Kompass. Viele Flugzeugteile liegen. Also alles Kleinteile, keine großen Teile. Und hier, man kann das schön von der Seite abgraben. Und das ist überhaupt nicht. Das ist ein Aufschriftzimmer. Ich habe hier meine ganzen Sachen schon mal vorgerichtet. So, an dieser Stelle hier, da war ich schon. Da habe ich mir jetzt so einen Hügel aufgemacht. Das ist die ganze durchsuchte Erde hier. So, und jetzt habe ich mir ein neues Feld ergattert, ein neues Territorium. Und zwar habe ich jetzt hier die oberste Moosschicht wieder weggemacht. Hier, das hier nach oben weggeklappt. Und hier auch nach hinten geklappt. So, und dann kommen nämlich die schönsten Sachen oder die besten Sachen zum Vorschein, die dann wirklich so da liegen, wie sie halt, sag ich mal, dann einfach hingeschmissen wurden. Hier zum Beispiel ein Plastikteil. Und hier liegt auch noch was. Das liegt hier noch in der Erde drin komplett. Ja. Drahtstücke und hier vorne irgendwo, habe ich vorhin gesehen, liegt sogar ein gelbes Blinklicht, so Signalleuchten vom Flieger. Hier liegt auch, das liegt jetzt alles noch, ohne dass ich irgendwas angefasst habe, liegt das noch hier im Boden drin, hier auch. Und jetzt werde ich mich wieder Stück für Stück werde ich mich hier vorarbeiten. Die Schicht ist ca. 10 cm tief und werde mich jetzt von da vorne hier runter abarbeiten. Mal schauen, wie das, was da alles das. So, je länger ich jetzt hier dran bin an dieser Ausgrabung vom B-17 Bomber, wird die Geschichte immer interessanter von dem Flugzeug, von seiner Hintergrundinformation. Und damit möchte ich auch dem Uwe Benkel, dem vermissten Forscher, meinen ganz großen Dank aussprechen. Weil auch er hat sich dafür interessiert und hat mich halt auch gefragt, um welches Flugzeug es sich handelt. Und ich habe das dann alles mitgeteilt mit der Nummer. Und danach hat er mir Fotos geschickt und Daten von dem ganzen Flugzeug. Und das saumäßig Interessante und das Tolle daran finde ich, dass dieses Flugzeug, das hier abgestürzt ist und dass ich das, was ich jetzt hier ausgrabe, hat den Namen gehabt Moonlight Serenade. Und Moonlight Serenades ist von Glenn Miller, ein ganz bekannter Komponist und Musiker zu der damaligen Weltkriegszeit, total bekannt gewesen. Ja? Und dass dieses Flugzeug diesen Namen trägt von seinem bekanntesten Song,
das finde ich so wahnsinnig. Und deswegen macht mir das auch noch viel, viel mehr Spaß, die ganzen Teile hier, die hier rumliegen, einfach auszugraben. Glenn Miller war für die Franzosen und besonders die Pariser ein bisschen Symbol der wiedergefundenen Freiheit. In the Mood hörte man damals überall. Und wir waren sehr gepackt von dieser Musik, haben darin all das entdeckt, was uns fehlte. Wir haben die verlorene Zeit wiedergefunden. Sein Einsatzbefehl, die US-Boys ein wenig vom Krieg abzulenken. Und nicht nur die. Im Visier der musikalischen Kriegsführung sind auch feindliche Soldaten. Ich hatte hin und wieder auch meinen Nachtdienst gehabt und habe da rumgekurbelt mit den Empfängern und habe die BBC empfangen. Und eines schönen Tages hörte ich da eine Sendung aus London. Glenn Miller, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kannte den Glenn Miller damals noch nicht. Und der sprach auch zu den deutschen Soldaten in Deutsch. Here we are again. Wir sind schon wieder da. Glenn Miller war begierig, für die Einheiten im Kriegseinsatz zu spielen. Und nicht nur auf den Flugplätzen in England. Deswegen wollte er nach Paris, um den Soldaten näher zu sein, die wirklich kämpften. Das war für ihn wichtig. Dann spielten sie verschiedene amerikanische Titel und das war natürlich eine fantastische Musik. Das war aufregend. Gänsehaut hat man da bekommen. Ich habe mir nur gedacht, wenn die Amis solche Musik machen für die deutschen Soldaten, das können doch keine Feinde sein. Und da war natürlich sofort eine Sympathie da. Wahrscheinlich war das auch berechnet von den Amerikanern, nehme ich an. Propaganda. Ich glaube, ich habe eine Münze gefunden, aber ich bin mir noch nicht ganz hundertprozentig sicher. Bin hier so am Graben mit meiner Spachtel. Ja, bin hier ohne Detektor. Ich habe keinen Detektor dabei, nichts. Ja. Und dann grabe ich und dann, jetzt, ich bin so aufgeregt, echt. Ich habe sie hier irgendwo wieder. Hier. Das ist krass. Das ist so der Hammer. Ich glaube, ich habe eine Münze gefunden. Das wäre doch übermäßig. Das wäre oberkrass, wenn ich jetzt eine Münze gefunden habe und die vielleicht sogar noch von den Amerikanern ist, irgendein US-Dollar oder sowas. Das wäre doch der Wahnsinn, oder? Jetzt mal ehrlich, jetzt muss ich sie nur sauber machen und gucken, ob man drauf was erkennt, weil die ist schon ziemlich glatt. Thank you.
So, das ist jetzt Tag Nummer 35, an dem ich an den Tagen 8 Stunden lang hier im Dreck sitze und Kleinteile von der B-17 ausgrabe. Und so langsam kommen wir zum Ende. Das heißt, die Teile, die sind so klein, dass es sich bald gar nicht mehr rentiert, da irgendwas rauszugraben. Und den größten Teil, glaube ich, habe ich jetzt auch wirklich rausgeholt. Und ich habe mir gedacht, ich setze jetzt ein kleines Denkmal einfach von mir aus, damit das Ganze auch nicht vergessen wird. Dazu habe ich im Internet mir einfach ein Schild zusammengebastelt und das möchte ich gerne an dieser Stelle dann auch anbringen. Das Schild sieht dann so aus. Habe ich ein Flugzeug, also dieses B-17 und dann hier unten drunter natürlich die Absturzstelle und wann sie abgestürzt ist und dass es einfach zur Erinnerung ist und damit nicht das Ganze einfach in Vergessenheit gerät. Ja, das ist eigentlich so mehr oder weniger der Grund, warum ich das einfach machen möchte. So, das Schild ist angebracht und jetzt kann jeder, der hier vorbeikommt und das sieht, sehen, was hier passiert ist. Einfach zur Erinnerung und damit es niemals vergessen wird.